Der Kameramann spiegelt sich da. Tut er das? Ja. Oder wer auch immer davor steht, der kann sich spiegeln in diesem Teilspiegel da. Man kann aber auch auf das Bild, das laufende Fernsehbild achten, das da läuft. Man kann aber auch beides vermischen und damit spielen und sagen, hallo, guten Tag oder so, ja. Also ich meine, könnte man ja auch machen. Wolf Kahlen ist wohl Deutschlands dienstältester Videokünstler. In Bernau hat er sich sein eigenes Museum gebaut, um seine Arbeiten aus 4 Jahrzehnten zu bewahren. Zu sehen sind hier Exponate aus einer Zeit, die unendlich weit weg erscheint. Die Zeit der analogen Videokunst. Dann war das so, dann hatte man einen Rekorder, den man sich leihen konnte vielleicht, oder ein Standgerät, so ein Riesenkasten mit 2 offenen Spulen, so wie Tonband. Das war auch so, 1/2 Inch, Ton, wie ein Tonband. Und das wurde angeschmissen. Wie ging das dann, ja? Und man musste harte Schnitte machen, denn es war nichts zum Schneiden damals da. Harte Schnitte hieß damals Kamera an, Kamera aus. Zusätzlich zu den technischen Schwierigkeiten sollte sich bald herausstellen, dass das neue Medium nicht für die Ewigkeit bestimmt ist. Die Bänder, die offenen Spulen, und das war auf offener Spule gedreht, 75, die offenen Spulen sind da ungefähr nach 10 Jahren, aber die Zahl spielt keine Rolle. Nach ein paar Jahren hieß es plötzlich, oh Gott, die Bänder haben die verklebten. Wenn ich ein Künstler wäre, der auf Ewigkeit aus wäre, als erstes, würde ich sowas gar nicht machen. Denn es ist absolut ephemer, ist absolut vergängliches Zeug. Ja? Selbst wenn man das jetzt überspielt auf DVD, ist ja schon die Hälfte wieder weg von der Message. Es wird ja immer komprimiert oder gewaschen und restauriert. Es wird nicht besser. Dem Verfall entgegenwirken soll das Museum, das archiviert und rettet, was noch zu retten ist. Über 140 Arbeiten Kahlens sind hier an einem Rechner abrufbar. Was wichtig ist, denn die frühen Videokünstler gingen noch völlig anders an das Medium heran, als es die heutigen tun. Wir Pioniere haben immer das Privileg einerseits, aber auch den Wunsch, herauszufinden, was das neue Medium kann und was es nicht kann. Und vor allen Dingen nicht nur technisch, das ist auch interessant, aber was tut es psychologisch mit uns? Wenn was abläuft und du hast es nur kurz und dann kommt was anderes. Oder wenn was abläuft, das einmal so macht und eine Wirklichkeit erzeugt oder eine Wirklichkeit zeigt, sagen wir mal erstmal, und etwas anderes, das eine andere Wirklichkeit zeigt, aber es sieht verdammt ähnlich aus, dann kommst du plötzlich in dieses Gefühl, dir die Frage zu stellen, ist Film überhaupt wirklich? Kann der überhaupt was Wirkliches? Kann überhaupt irgendein Medium Wirklichkeit festhalten? Die archaischen Arbeiten gehen dem Medium auf den Grund. Sie sind poetische Spiele mit Wirklichkeiten und Wahrnehmungen, die nicht mit Tricks arbeiten, sondern nur mit der rohen Idee. Das eine ist nicht die Wirklichkeit, die eine Seite ist nicht die Wirklichkeit, die andere Seite ist auch nicht die Wirklichkeit. Erst das zusammen ist die Wirklichkeit, wie eben 2 Seiten einer Medaille. Ne? Der Adler und die Zahl zusammen ergeben die Münze. Die Dinge sind wie Staub, Staub im Licht, vergänglich.